Willkommen bei einem weiteren Video für meinen Channel FIFA Tastics und willkommen bei der zweiten Partie im Viertelfinale von dem Ultimate Team Turnier gegen Viper. Ich sag kurz das Ergebnis, das heißt die, die es noch nicht gesehen haben, hören kurz weg. Ich konnte das Spiel 2:0 gewinnen und ja, wie gesagt, ein bisschen Glück gehabt, dass Cavani nicht das 1:0 macht, aber ich denke, er hat auch gerade Viper gesagt, es war nicht unverdient, dass ich gewonnen habe. Jetzt lade ich ihn zur zweiten Partie ein, jetzt sind hier alle offline. Ne, so, da sind sie doch. Vispillow, diesmal dann auch mit der deutschen Einladung. Ihr seht es auch, ich habe ein neues Wappen. Nein, ich bin nicht auf einmal von Inter Mailand zu Arsenal gewechselt als mein Lieblingsverein. Ich habe gerade Arsenal in einem Pack gezogen. Habe ich gesagt, ja, komm, nehme ich auch mal gerne als Logo. Ich bin da recht flexibel, weil momentan ist... Spiele ich so wenig Ultimate Team, dass es mir eigentlich total egal ist, was da für ein Logo zu sehen ist. Okay, das nur kurz. Ich denke nochmal zum Spiel an sich. Habe ich ja eigentlich schon recht viel gesagt. Ich habe mir gerade auch nochmal die Statistiken angeschaut. Er hat im Endeffekt nur 2 Schüsse abgegeben. Der eine davon war der Pfostenknaller, aber ansonsten halt hatte ich ein paar mehr Spielanteile und von daher hat er ja auch gemeint, nicht ganz unverdient. Er spielt jetzt anscheinend mit einem anderen Team. Schon mal sehr interessant. Und ja, wie gesagt, hier in diesem Spiel kann ich jetzt das Ganze klar machen, dass ich dann auch ins Halbfinale einziehe und das wäre dann auf jeden Fall schon mal da wäre ich schon mal mit zu sehr zufrieden. Also das ist so schon mal da, wo ich sagen könnte, wenn ich da ausscheide, das ist okay. Aber natürlich soll da nicht Ende sein, aber erstmal muss ich auch ins Halbfinale kommen. Viper hat gezeigt, dass er auch in der Defensive sehr gut steht und dass ich mich da sehr schwer tun kann und habe dann eigentlich durch eine Einzelaktion mit Robinho das 1:0 geschossen. Also von daher muss ich jetzt hier auch erstmal das Ding holen. Er spielt jetzt mit einem Team aus der russischen Liga, was natürlich vor allem sich meistens, oh jetzt ist schon wieder Regen, durch Pace auszeichnet. Er hat auf jeden Fall Emenik gehabt und Carlos Eduardo habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob er noch andere wirklich schnell, also Carlos Eduardo ist jetzt nicht super schnell, aber Emenike natürlich dadurch dafür bekannt. Bei den anderen Spielern weiß ich jetzt gerade nicht, wen er da noch hat. Und ja, ich stelle jetzt erstmal um. Ich habe Anstoß. Genau. Jetzt ist auch wieder der Zeitpunkt, wo ich mich wieder ein bisschen beruhigen muss. Bei der Anmoderation bin ich immer so mal kurz so ein bisschen hibbelig. Jetzt gilt es wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen, damit ich mich aufs Spielen konzentrieren kann. Und ich denke, in der letzten Episode hat das auch ganz gut funktioniert. Und ja, dann legen wir mal los. Das war ein dummer Ballverlust. Sehr dummer Ballverlust. Man hat es auch gesehen, mein ganzes Team ist sehr weit aufgerückt. Und dann hier ein liebloser Ball in die Spitze. Da hat er vielleicht irgendeinen Lauf gesehen, der dann abgebrochen wurde. Ich weiß es gerade nicht. Spiel mir steil in die Spitze auf Robinho, aber jetzt auf Pato. Der ist jetzt hier durch. Ne, Kaka ist das. Nehmen wir direkt mal Volley. Boah, schade. Ist natürlich ein schwerer Abschluss und der war dann nicht richtig gut getroffen und geht dann auch 5 Meter über und neben das Tor. Zumindest sah es so aus. Und, aber natürlich kann so ein Ding auch mal gut einschlagen. Jetzt Robinho ist jetzt hier außen. Zieht man mit Magidi nach innen. Legen wir jetzt mal hier durch. Pato zieht mal voll drauf und dann schießt er das Ding hier 3 Meter am Tor vorbei. Da muss ich mich für die andere Ecke entscheiden. Da muss ich in die andere Ecke schießen. Schade. Das hätte es natürlich sein können. Schon mal zwei sehr gute Gelegenheiten jetzt hier zu Beginn. Und jetzt mit Wellington ist er noch am Start. Also neben anderen wirklich zwei schnellen Spieler. Da gehen wir jetzt mal hier drauf, probieren das hier ganz zu unterbinden. Jetzt kommt er jetzt zu einem Abschluss. Teuter ist da, jetzt kommt er aus dem Spitzenwinkel zum neuen Abschluss und er schießt ans Außennetz. Heieiei, ein wirklich sehr strammer Beginn. Alles das, was in der ersten Partie am Anfang nicht zu sehen war, sieht man jetzt hier sehr gute Torchancen. Während die in der ersten Partie wirklich Mangelware waren. Machen wir hier den Flankenwechsel. Neue Ballverteilung oder ruhigere Ballverteilung, damit wir hier das überlegter machen können. Hier schön nach vorne getragen. Schauen wir mal, hier hat er ein bisschen ein Überzahlspiel auf den Außen, deswegen ziehe ich das auch mal so auf. Da wollte ich jetzt gerade wieder schön außen ziehen und er hatte das eigentlich auch schön offen gelassen, wodurch das gut funktioniert hat, aber ich habe es nicht vernünftig eingegeben oder nicht schnell genug. Machen wir hier meine Flanke auf Pato. Der steht aber überhaupt nicht in Position. Aber Robinho jetzt aus der zweiten Reihe. Und dann Außenpfosten. Und dann, ich habe nicht damit gerechnet, dass der gegen den Pfosten geht. Aber der Ball ist noch heiß. Ist nicht mehr heiß. Schade. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er gegen den Pfosten geht. Sondern ich hatte eigentlich schon den Torschrei auf den Lippen. Oh, Mist. Da muss ich natürlich direkt Kreis drücken. Und dann ist das das 1:0. Hier schöne Ballerung von Lucio. Spielen wir da schön nach vorne. Kurz zurück. Spielen wir hier kurz auf Robinho. Kurz Pato, lassen wir mal durch. Ah, den wollte ich durchlassen. Hat er nicht gemacht, wie man gesehen hat. Ich setze mich mal wieder. Nachdem ich hier eben gerade bei 5 Metern einfach das Tor, das Ding hätte reinschießen können, stand ich jetzt die ganze Zeit. Und jetzt hier müssen wir die Flanke verhindern. Und ist nicht gelungen, aber dafür die Flanke abgefangen.
Schwimmen wir hier steil in die Spitze auf Robinho, aber die Innenverteidigung ist da und dann schlägt er den Ball hier weit nach außen und das ist ein Ballbesitz für mich. Okay. Da kommt er gut von hinten mit Handa rein. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder Sprüche. Von hinten ist er gekommen, genau. Aber... lass mal ins Leere laufen. Die Flanke kommt gut. Und Pato setzt ja auch das Ding. 5 Meter, nee, 3 Meter daneben oder 2 Meter waren es vielleicht auch nur. Schade, das sind jetzt wirklich schon gute Chancen gewesen. Aber bis jetzt noch nicht der entscheidende Treffer. Sehr schade. Aber wieder auch hier mehr Spielanteile bei mir. Das finde ich gut. Schwimmen wir hier kurz. Das war jetzt ein bisschen riskant, so zu spielen. War auch vielleicht ein bisschen überflüssig. Machen wir ein Hit-to-Heal und dann kann er mir den Ball abnehmen. Aber Pato ist da und dann geht er leider hier ins Aus. Schade. Konnte er leider nicht mehr rechtzeitig retten. Ich muss wieder ein bisschen dann auch ruhiger die Sachen nach vorne tragen. Hier habe ich ein Problem im Spielerwechsel. Zieht er außen durch. Bricht er wieder ab. Und dann ist der Torhüter... nein, 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 okay. Das wäre es natürlich gewesen. Wenn daraus jetzt mit diesem Missverständnis zwischen Innenverteidiger und Torhüter was geworden wäre, dass er da ins leere Tor reinschießt, dann wäre ich mal hier kurz ausgerastet. Vor allem, nachdem ich so gute Chancen vergeben habe. Oder nicht genutzt habe, um es mal so auszudrücken. Ziehen wir mal drauf mit Kaka und dann ist der Torhüter da. Das reimt sich sogar. Das war der nächste Reim. Schön, wunderbar. Aber, wunderbar passt auch nochmal sehr gut rein. Sorry, ich plane es nicht. Aber okay, ich will mich natürlich fürs Spielen konzentrieren. Ah, herrlich. Ziehen wir mal außen durch mit Robinho. Und Pato, vielleicht läuft er in Position, kommt angeflogen. Und dann ist es jetzt, das muss es doch mal sein. Dann schießt er da in den Pfosten. Und danach kriegt er den Ball leider nicht erlaufen, wodurch er nicht ins leere Tor einschieben kann. Ah, das sind jetzt hier schon wirklich Situationen gewesen, wo es hätte fallen können, das 1:0. Und hier gute Ballerung von Carlos Eduardo. Meine Güte. Ich muss mich wieder ein bisschen beruhigen. Also, ich sage immer hier, ich muss konzentriert spielen. Und dann schreie ich hier so rum und gehe so außer mich. Wenn ich hier konsequenter, ruhiger mache, dann fallen da vielleicht auch die Tore. Hier Kishito am Ball. Hat ein paar Probleme mit der Ballverteidigung. Und Gustavo ist da, kann den Ball schön erobern. Spielen wir jetzt hier schnell nach vorne. Außen hat er jetzt gerade eine Lücke, deswegen spiele ich relativ schnell steil nach vorne. Und Robinho kriegt den Ball leider nicht angenommen, aber dann richtig erobert. Sehr schön. Ziehen wir mal drauf. Oh, da kommt Bocchetti angelaufen, kann man den Ball abnehmen. Ich hätte unter Umständen weiterlaufen müssen und den Pass auf Pato suchen müssen. Aber ich hatte gedacht, das wäre so offensichtlich, deswegen habe ich probiert, eine andere Lösung zu finden. Ungünstigerweise hat das nicht zum Erfolg geführt. Jetzt wird er vielleicht in den Rückraum spielen. Nein, er macht die Flanke. Schnell rausspielen, schön. Spielen wir einen Doppelpass. Stecken wir durch. Kriegt er abgefangen. Ramirez, komm jetzt. Ach, ich krieg nicht zu Ramirez gewechselt gerade. Aber jetzt dann ruhige Ballverteilung. Hallo, dass das kein Foul ist, ist gerade ein Fehler, habe ich das Gefühl. Was war das denn bitte? Er hat mich einfach gerade umgesenzt und es wurde nicht gepfiffen. Okay. Kann man nichts machen. Deal with it. Hier den Pass, der ist so schlecht. Ich dachte, er rechnet nicht damit, weil er so offensichtlich ist, dass ich diesen spielen werde. Deswegen habe ich gehofft, ja, vielleicht kommt er deswegen an. Okay, hier Honda muss man immer im Griff haben, weil er auch mal aus der zweiten Reihe gut drauf schießen kann. Jetzt spielen wir wieder steil auf Robinho, weil er da wieder gut in die Lücke startet. Schöner Gegentreffer, Pato läuft in Position, machen wir 2x4, Flanke nach vorne getragen und dann aufs Tor und dann ist das schon wieder so knapp am Tor vorbei. Ach, meine Güte, bis hierhin sehr viel Pech. Ich hätte schon das 1:0 auf jeden Fall schießen müssen. Teilweise, wie gesagt, inkonsequent von mir, teilweise ein bisschen Pech, wie da gerade zum Beispiel. Ich denke, es ist auf jeden Fall schön gespielt. Spielen wir hier schnell direkt auf Robinho. Lass mal einfach mal durch. Spielen wir jetzt hier auf Pato. Lass mal auch einfach mal durch. Ziehen wir mal einfach an und ziehen mal voll in die kurze Ecke. Und das ist schon wieder daneben. Meine Güte. So viele Torabschlüsse jetzt hier in dem Spiel und noch keiner wirklich, im Tor, ne? Wirklich im Tor. Sehr gut. Hier könnte was Gefährliches draus werden. Machen wir hier mal eine flache Flanke. Robinho läuft leider nicht Position und dann fast der Abpraller. Schade. Also, wenn ich so weiter das Spiel gestalten kann in der zweiten Halbzeit, dann muss natürlich irgendwann der Treffer fallen. Aber für mich gilt es natürlich jetzt hier nicht, den Gegentreffer zu kassieren, weil das wäre sehr frustrierend. Aber gute, starke erste Halbzeit, das Tor hat gefehlt. Und ich hoffe, das wird nicht bestraft.
Wow, das war natürlich auch hier ein harter Einstieg mit Wellington, hätte auch fast, ja, da nochmal ins Außennetz und hier stehe ich bei 5 Metern und schieße das Ding einfach nicht rein. Da habe ich einfach schon, stand ich hier schon wieder im Zimmer und habe den Torschrei auf den Lippen, anstatt dann schnell genug zu reagieren und Kreis zu drücken. Sehr ärgerlich. Mein Fehler aber halt. Kann man nichts, kann ich jetzt nichts gegen sagen, dass irgendwie der Spieler schuld ist, sondern das ist mein Fehler. Aber natürlich auch unter Umständen, weil ich am Kommentieren bin. So. Ja, dann wühlt er sich so ein bisschen durch und dann stehen meine Verteidiger oder steht mein Mittelfeld gut genug, sodass ich es dann auch irgendwann abgefangen bekomme. Machen wir hier ruhig. Ziehen wir mal. Ah, kriegt abgefangen. Aber jetzt könnte es hier ein bisschen gefährlich werden, wenn er da den Ball vertändelt. Kriegt er aber gelöst. Und dann. Ja, kriegt er auch hier spielerisch gelöst. Aber alles sehr eng, wie man sieht. Da ist. Ah, da war jetzt auch schon wieder fast der Pass abgefangen. Und dann muss er es hier wieder sehr ruhig aufbauen, weil alles vorne zugestellt ist. Ja, und dann stelle ich es hier zu und jetzt haben wir hier eine schöne Kontersituation. Ziehen wir mal. Ah, jetzt können wir vielleicht. Jetzt ist der Innenverteidiger aufgerückt. Oh, jetzt kann er über den Außen ziehen. Macht er nicht. Verteilt er den Ball nicht vernünftig. Deswegen kriege ich hier nochmal den Ball. Schade, aber ist noch was drin. Spielen wir hier schön über außen, Ramirez. Wollte ich annehmen, hat nicht geklappt. Den ziehen wir mal drauf mit Kaká. Außenrissschuss, aber er wird geblockt. Bin, also da hat Kaká so viel Raum gehabt, dass der den auch... Also bin ich dazu geneigt zu sagen, dass der auch reingehen kann, wenn der durchkommt. Ist aber nicht passiert. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Weg vom Tor, er holt den Torhüter gerne raus. Hier Kaká bei 8 Metern oder 9 Metern frei zum Kopfball, aber zu ungefährlich, da fehlt die Präzision. Die Abstöße bringt er immer recht kurz ins Mittelfeld. Deswegen positioniere ich mich da immer gerade vorzugsweise. Jetzt wird er hier wahrscheinlich den Mittelfeldspieler... Ja, genau. Pato war jetzt leider schon im Passweg. Mit dem anderen Spieler hätte ich wahrscheinlich den Pass wirklich abgefangen und nicht ins Aus abgedrängt. Ich muss mich ein bisschen ärgern, dass es noch 0-0 steht. Das ist klar, auf jeden Fall. So viele gute Abschlüsse. Jetzt kann er mit Carlos Eduardo außen durchziehen. Jetzt könnte es gefährlich werden, aber Diego Alves ist da. Mach mir schnell auf Ramirez. Dann läuft er hier gut den Passweg zu, aber ich habe ein bisschen Glück. Und dann... Blöder First Touch von Pato. Und dann haben wir ein bisschen Raum hier. Den nutzen wir dann auch. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt läuft er von hinten mit dem Mittelfeldspieler alles zu. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Raum mit Kaká, aber kriegt... Ah, Witzel stand immer noch in Position. Das hatte ich nicht gedacht, dass er so schnell wieder hinkommt mit Witzel. Ich hatte kurz gedacht, durch die Richtungsänderung hätte ich mir genug Raum erarbeitet. Das ist natürlich ein richtig starker Ball, den er da spielt. Zieht er vielleicht nur außen durch? Nee, er zieht jetzt in die Mitte, zieht Vollspann drauf. Ich glaube, da war noch ein Spieler von mir dran, oder? Nee, der ist einfach nur daneben gegangen. Interessant. Okay, hier ist jetzt gerade der Außenverteidiger von ihm ganz weit weg. Deswegen ist Robinho hier ein bisschen frei, aber... Ja, hat nicht wirklich funktioniert. Aber hier, dann spielen wir die Spitze. Pato ist durch. Kriegt er laufen? Vielleicht geht er noch was. Und dann pfeift er mir hier das Foul ab. Ma. Hm. So langsam muss es fallen. Ich denke nämlich, also... Dass ich auf jeden Fall gegen sein Team aus der russischen Liga deutlich stärker oder besser klarkomme. Ich sollte wirklich probieren, dieses Spiel hier für mich zu entscheiden. Das sowieso. Aber, weil danach, wenn er jetzt nochmal gegen mich spielt, wird er mit dem anderen Team wieder spielen. Und da habe ich mich doch deutlich schwerer getan. Deswegen hat es auf jeden Fall mehrere Gründe, warum ich jetzt hier auf den Sieg spielen sollte, auf jeden Fall. Und irgendwann muss er ja auch kommen, also. Jetzt haben wir ein bisschen Raum. Kriegt er gerade so rausgespielt. Wollte ich eigentlich wieder hier in die Mitte ziehen. Ist halt nicht optimal, weil es so offensichtlich ist. Und da natürlich vorzugsweise durchgestellt ist. Ich muss jetzt hier verhindern, dass er einen Konter laufen kann. Oder dass meine Abwehr war so hoch aufgerückt. Das ist natürlich optimal für seine schnellen Spieler. Wellington und Emenike. Oh, den Passweg läuft er gut zu. Aber ich habe Glück, dass er da nicht direkt den Ball erobert bekommt. Oh, ja. Sehr schön. DD ist genau richtig. Spielen wir hier kurz. Lassen wir mal durch. Ja, schön. Schwimmen wir hier kurz auf Robinho. Steht er mit M genau richtig. Nicht schlecht. Und der, ich hoffe, dass der jetzt ins Aus geht. Ansonsten wäre ich mal kurz am Fluchen. Aber DD ist da. Sehr gut. Also wirklich, nicht jeder Innenverteidiger ist in der Lage, diesen Ball zu erlaufen gegenüber Emenike. Das muss man auch klar sagen. Das ist eine Stärke natürlich.
ziehen wir hier außen durch, spielen wir jetzt mal die Spitze. Kriegen wir drauf und dann schießen wir mal drauf und dann ist es Pfosten schon wieder, meine Güte. Das ist natürlich ein unglaublich spitzer Winkel, aus dem ich da abschließe, aber dennoch kann auch mal hier das Tor endlich fallen. Ma. Gut. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh. Blöder, ungünstiger Ballverlust. Kriege ich hier fast den Passweg zugestellt oder den Abwurf. Hier stelle ich es gut zu. Er hat sehr viele Probleme, das Spiel hier in Ruhe aufzubauen, wie man sieht. Er tut sich sehr schwer. Und dann ist... War gerade der Schiedsrichter da im Weg? Ich übersehe es so schnell wieder. Oder ich vergesse es so schnell wieder. Der war gewagt. Spielen wir hier kurz auf KK. Den lassen wir mal wieder durch. Ziehen wir mal außen durch. Oh, zurückgespielt. Aber ist noch heiß. Den ziehen wir jetzt drauf. Komm! Nein! Das muss es doch sein! Warum macht ihn denn... Nein, jetzt läuft doch nicht ins Aus. Meine Güte, das ist natürlich eine dumme Schusstäuschung. Hm. Den hatte ich eigentlich gedacht, dass Robinho den macht. Oh, das Kopfball sollte ich auch mal gewinnen. Gegen Carlos Eduardo ist das auf jeden Fall drin. Hier, der Ball ist im Torhüter. Sehr schön. Langsam neigt er sich dem Ende. Ich bin überlegen, ob ich voll auf Sieg spielen sollte, weil, wie gesagt, ich denke, dass meine Chancen gegen dieses Team so deutlich viel stärker sind als gegen das Serie A-Team. Aber erstmal in die Verlängerung kommen. Jetzt wäre es natürlich blöd, noch einen Gegentreffer zu kassieren. Spielen wir hier kurz. Kriege ich leider nicht angespielt. Meine Güte, warum denn nicht? Warum kriege ich den nicht angespielt? Jetzt kann er hier einen Konter laufen. Blöde Situation. Hier müssen wir drauf gehen, weil er jetzt hier durchzieht. Bricht er ab. Wow, wenn der reingegangen wäre. Wow. Dann, wow. Kein Kommentar. So, jetzt schnarche ich jetzt nicht kurz, weil es kann sein, dass hier der Schiedsrichter direkt abpfeift, weil wenn ich kurz spiele oder kurz rausspiele, dann gebe ich vielleicht nochmal meinem Gegner die Möglichkeit, nochmal Angriff zu laufen. Ja, so ist es. Ich hätte durch einen kurzen Abschluss nicht viel gewonnen, aber das Risiko eingegangen, dass er unter Umständen noch einen Angriff bekommt. So, gut. Ich denke, also Viper und ich haben uns auch schon wieder auf Verlängerung und Elfmeterschießen geeinigt, aber hier, wir gucken uns mal kurz die Spiel. Also, ich mache mal kurz Pause, damit ich jetzt hier einen Cut machen kann.